Hier ist Dora von Doras Corner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute eine Buchkarte mit einem Fenster zeigen. Das ist dieser hier. Ich zeige euch sie von innen. Tada! So sieht das aus. Man kann das ja auch mit einem Special-Effekt, mit einem passenden kleinen Teelichtlein mit unterlegen. Und es kann ein schönes Geschenk sein und zu verschiedenen Anlässen, je nachdem welche Dekorationselemente ihr verwendet. Ich durfte diese Karte für die liebe Steffi auf der Team Stempelwiese Weihnachtsfeier zeigen. Ich möchte mich auch dafür ganz herzlich bedanken. Und hier möchte ich alle Details nochmal zum Nachschauen zeigen, auch für die Mädels und auch für euch da draußen, falls ihr Lust habt, diese Karte auch mit mir zusammenzubasteln. So, welches Material brauchen wir dafür? Also zu einem brauchen wir einen Farbkarton in Grün-Weiß für die Basiskarte in den Maßen 29 cm x 15 cm. Von dem Grund-Weiß brauchen wir noch so, ich sag mal, 15 x 15 cm, das ist vielleicht ein bisschen mehr für die Sprüche und Stanzelemente. Darüber hinaus brauchen wir in dem Farbkarton Celadon für innen wieder ein Stück Papier-Farbkarton in den Maßen 29 x 15 cm. Und dann brauchen wir noch einige Produkte aus der Kollektion Land und Liebe. Unter anderem dieses Designerpapier. Das ist jetzt so ein bisschen Holzoptik. Da gibt es in dem ganzen Paket noch mehrere mit ähnlichen Maserungen. Die können natürlich alle verwendet werden und auch die Farben können beliebig angepasst werden von euch. Aus dem Produktpaket brauchen wir darüber hinaus noch dieses Stempelset, Landsegen und die passenden Stanzelemente, wobei wir hier lediglich für diese große Blume und für die kleine Blume die beiden Stanzen brauchen. Dann brauchen wir noch ein Jeansband, auch aus dieser Kollektion, ca. 60 cm lang. Und diese Kollektion hat wieder so diese süßen Zierdeckchen. Da gibt es mehrere Farben und ich habe mich jetzt hier für Anthrazitgrau entschieden. Dann braucht ihr noch die runden Akzente, die ebenso in der Kollektion zu finden sind, mit so einer matten Optik. Darüber hinaus habe ich mich jetzt noch für die zwei Farben entschieden, Celadon und Papaya, für die Blüten, die wir dann kolorieren werden. Dazu werden wir diese Blending-Pinsel nutzen. Das ist natürlich kein Muss. Da könnt ihr auch Schwämmchen nehmen oder könnt ihr auch in Aquarelltechnik die Blumen färben. Das ist euch überlassen. Genau, dann habe ich noch hier die Stanzform Diorama. Da brauchen wir das drittkleinste. Das ist auch kein Muss. Ihr könnt ja auch was anderes nehmen. Ich zeige euch, wie ich diese Karte gemacht habe mit Quadrat, mit so einem leichten hier gesteppten Rand. Das könnt ihr auch verwenden. Ihr könnt aber natürlich auch zum Beispiel zwei Dreiecke nehmen und so leicht versetzt übereinander legen. Also das ist je nachdem, was ihr halt eben zur Hand habt. Ja, und eine der wichtigsten Sachen ist die Papierschneidemaschine. Und natürlich brauchen wir dann auch noch unsere Stanzmaschine. Das ist soweit zu den Materialien. Dann lass uns einfach loslegen. Wir fangen am besten mit dem Inneren der Karte an. Und dazu nehme ich einmal die Basiskarte. Das ist einmal das im Grundweiß. Und falze das bei 14,5 cm, also bei genau der Hälfte. Dann nehme ich auch das Designerpapier und falze es ebenso bei 14,5 cm und lege es an die Seite. Dann nehmen wir uns für das Innere, für das besagte Fenster, Farbkarton und legen es einmal an der kurzen Kante bei 2,5 cm an. Ich entscheide mich jetzt hier, das bei der rechten Seite oder auf der rechten Seite zu machen. Ja, und
Dann nehmt ihr euch das Schneide-Element oder das Schneidewerkzeug und dann zieht ihr einmal von oben nach unten, aber nicht komplett, sondern ihr setzt bei 4,5 cm an. Das seht ihr hier immer an diesem Lineal. Und da setzt ihr die Nase dieses Werkzeug an und zieht ihr bis nach unten zu 24,5. Ja, da hört ihr auch auf. Dann dreht ihr das Papier um 180 Grad und macht das gleiche auf der anderen Seite. Auch wieder fest anlegen, bei 4,5 bis 24,5 durchziehen. Ja, dann legt ihr das Papier an der langen Seite an und jetzt ist das Falzen dran. Achte also, dass dieses Schneidewerkzeug sich wieder unten befindet, dass ihr euch da nicht vergreift. Wir legen als erstes diese Seite bei 4,5 cm an und jetzt möchten wir innen falzen. Innen von dem oberen bis zum unteren Schnitt. Und das ist genau von 2,5 cm, also hier wieder, nicht von oben, sondern bei 2,5 cm anlegen und dann bis 12,5 cm falzen. Ja? Dann setzt ihr das einmal um bis zu 6,5 cm hier und macht genau das gleiche, wieder von 2,5 zu 12,2 cm. Einfach falzen. Ich mache das jetzt nach oben, nach unten, weil mein Falzwerkzeug nicht so nicht mehr so doll ist, dass ich die Linien sehe. Wenn das bei euch funktioniert, dann reicht natürlich einmal durchzuziehen. Als nächstes setzen wir das Papier wieder weiter bis 9,5 cm hier. Und jetzt, Achtung, kleine Änderung. Jetzt falzen wir nur außen. Also von oben bis zu der ersten Schnittlinie. Und dann unten von der Schnittlinie nach außen wieder raus. Ja, also man kann das auf zwei verschiedene Art und Weise machen. Ich setze hier einfach mein Falzwerkzeug bei 2,5 und falze nach oben. Und hier lege ich das bei 12,5 und falze nach unten. Ja, so als nächstes setzen wir das hier wieder weiter bei 14,5 cm an. Und falzen einmal durchgehend. Wenn das getan ist, drehen wir einmal unser Papier um 180 Grad und wiederholen die Schritte 1 bis 3. Bedeutet, wieder bei 4,5 cm anlegen, von 2,5 bis 12,5 nach unten falzen, umsetzen bis zu 6,5, wieder bei 2,5 bis zu 12,5 nach unten falzen, dann bei 9,5 anlegen, außen, also 2,5 nach oben und 12,5 nach unten falzen, fertig. Das ist schon das ganze Geheimnis dieser Karte. Jetzt können wir mal gucken, ob die Schnitte entsprechend geworden sind. Hier bin ich einmal verrutscht, deshalb bitte nicht drauf achten. Genau, aber so sieht das grundsätzlich aus. Als nächstes brauchen wir genau die Stanzform für das Fenster. In meinem Fall ist das dieses Diorama. Und wir stanzen im Prinzip in den inneren Flächen hier, in den Quadraten, also von der Mittellinie aus gesehen, hier rechts und links. Und das macht ihr so, dass ihr natürlich hier oben und unten entsprechend Platz lässt. Also ich würde das genauso mittig ausrichten, dass so der Abstand so ungefähr gleich groß ist. Auch bei diesen unregelmäßigen Muster kann man das ganz gut erkennen. Ja, es würde ich einmal vielleicht so machen. Hier vielleicht mehr so die Linie halten. Und einmal kann man das sich so umdrehen und genau andersrum machen. Das kann man flexibel entscheiden. Also ich würde jetzt einfach diese Teile hier stanzen, hier und da mit meiner Big Shot. So, da bin ich wieder mit den ausgestanzten Elementen. Und hier seht ihr einmal, dass ich das umgedreht habe, denn dieses
Muster ist nicht gleichmäßig rechts und links. Als nächstes können wir tatsächlich das Ganze schon mal zurechtfalzen, damit ihr seht, wie das final aussieht. Also wenn das oben ist, ja, dann nehmt ihr euch einfach von links einmal diese erste Falzlinie und biegt das einmal nach oben, ja. Man kann sich das auch umdrehen und einfach hier so, ohne jetzt weiter hier anzufassen, mit Falzbein so zurechtbiegen, ja. Das ist so das eine. Das war so. Dann nehmt ihr, ne, das ist immer eine Seite ist obere Seite, dann nehmt ihr die zweite Falzlinie und legt die nach unten. Auch wieder, hier interessiert uns nicht. Hauptsache, hier haben wir diese Linie erwischt und falzen, dass einfach hier das so scharfe Kante entsteht. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Ich drehe das einmal um, dann ist es einfacher. Hier wieder nach oben. Einmal hinlegen, zurechtfalzen, wieder zurück und hier das zweite nach unten, so zurechtfalzen. Dann können wir uns schon um die Mitte kümmern. Ja, hier ganz vorsichtig, genau der Steg, da muss er natürlich breit genug sein, um das durchführen zu können. Da seht ihr, wenn ihr diese Größe der Stanze wählt, dann ist alles tutti. Auch hier danach ziehen. Der Rest entsteht von alleine. Und diese zwei Seiten, also oben diese schmalen Stege, die schiebt ihr nach oben. Ja, das heißt, diese Nase, diese Mitte nach oben. Und entsprechend so hier auch schon mal vorbereiten. Könnt ihr die beiden in die Hände nehmen, hier so nach oben. Und das Buch, das da entsteht, was wir schon gefalzt haben, nach unten. Und das klappt ihr alles einfach zu. Das spannt noch ein ganz bisschen, das ist logisch. Aber dann legt ihr das zusammen und dann falzt euch nochmal das Ganze final zurecht. Also da könnt ihr ruhig ein bisschen doller drucken. Dann ist die Form dann klarer und hinterher spannt das auch nicht. So, das war's schon einmal. Unsere Form ist einmal fertig. Dann nehmen wir uns auch schon einmal unsere Basiskarte. Das war ja die in Grundweiß. Und die falzen wir auch einmal nach, denn das fehlt noch zur Vollständigkeit. Das werden wir gleich als nächstes bearbeiten. Aber auch das Designerpapier könnt ihr schon auch einmal falzen und an die Seite legen. Jetzt kümmern wir uns um die Verzierung. So, dazu habe ich, glaube ich, vergessen zu sagen, dass wir noch natürlich eine schwarze Tinte brauchen. Also in meinem Fall hier Memento. Dann ziehen wir uns diesen großen Stempel auf ein Block rauf und tauchen das entsprechend in der Tinte. Und dann macht ihr Folgendes, also diese Blütenmotive, die stempel ich einfach einmal so ganz quer, so zentriert nach rechts, weil wir ja hier recht schmalen Steg haben. Das heißt, wir wollen ja das Motiv ja hier sehen. Das zieht sich hier gleich weiter nach rechts und links. Deshalb muss ich mein Motiv weiter hier rechts zentrieren. Das setze ich mir einmal zum Beispiel so. Und dann mache ich mir das nochmal und würde quasi so spiegelverkehrt oder auch nicht spiegelverkehrt, einfach mal ein bisschen anders auf der anderen Seite. Vielleicht einfach mal so. Ne? Einmal hier nach unten mit der großen Blüte und einmal nach oben mit der großen Blüte. Das ist so das eine. Weil wir ja gerade das große, die große Blume gut hier haben, in der Hand haben, würde ich die einmal nochmal mit der Tinte versehen und wir können uns schon mal für die Verzierung auch einmal diese Stempel auf einem Grundweiß Farbkarton.
Genau, dann gehen wir hier weiter fort. Und zwar nehmen wir uns diese kleine Blüte. Und weil wir ja gerade hier dabei sind, die Dinger ja zu stempeln, dann machen wir die für die Verzierung schon einmal hier fertig. Das legen wir kurz an die Seite. Jetzt nehmen wir uns wieder das mittlere mit dem Fenster. Und da können wir locker auch ein bisschen was machen. Etwas verfeinern. Setze mir hier meine Gummimatte drunter und tauche diesen kleinen Stempel auch nochmal in Tinte rein. Vielleicht ein bisschen mehr den oberen Teil. Und dann würde ich das einmal hier oben nicht komplett, ja, einfach nur mal so die Ecke draufstanzen. Stempeln. Genau, stempeln. Das soll dann eine kleine Verzierung sein. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Ja, auch wieder diesen kleinen Stempel. Mache ich gerne mal komplett, weil ich ja nicht weiß, wie ich den so draufsetze. Genau, dann schiebe ich mir das Fenster so ein bisschen an die Seite. Jetzt habe ich ein bisschen gekleckert. Schaut einfach, dass ihr nicht so ungeschickt seid wie ich. Genau. Und jetzt stempelt euch einfach das hier auch einmal unten ab. Das ist wunderschön hier so einfach auf diesem Celadon-Papier. Das sieht aus meiner Sicht richtig klasse aus. Und das ist genau das, was wir wollen. Weil wir ja gerade hier am Stempeln sind, können wir auch gleich zwei Sprüche, die wir brauchen, auch schon mal stempeln. Das ist zu einem, habe ich mich entschieden für die Sprüche aus dem Landsegen-Stempelset. Einmal hier dieses. Herzlichen Dank für so vieles. Und dann nehmen wir nochmal dieses längliche. Das passt ganz gut zu unserem Konzept. Ihr könnt einfach schauen, ob ihr das auch so gut findet. Und das stempeln wir uns auch einmal hier ab. Genau, einmal schnell zu, damit uns das nicht mehr im Wege steht. Und das ist entsprechend das Ergebnis. Was wir jetzt machen können, ist einmal, ich schneide das bisschen kleiner, dann können wir das gleich nochmal ausstanzen. Und das können wir uns auch mal zurechtschneiden gleich. Ich zerschneide das jetzt einmal in so kleine Teile. So, die Sprüche schneide ich mir gleich zurecht. Dann brauche ich das gleich nicht mehr tun. Ich mache das ehrlich gesagt so ein bisschen frei Schnauze. Einfach mit einem Abstand, der mir so gefällt. Also das wäre zum Beispiel ganz gut. Und was ich mache, ist einmal diese Ecken hier anschneiden. Da gibt es so ein bisschen mehr Dynamik. Und das sieht auch ganz cool aus, finde ich. Das haben wir also einmal fertig. Und dann diesen schneide ich nach dem gleichen Prinzip einfach zu. Auch von jeder Seite so mit einem gleichmäßigen Abstand. Bisschen schief, aber ja, so ungefähr soll das aussehen. So, wir kümmern uns erstmal jetzt hier noch um die Blüten. Und zwar diese wollten wir ein bisschen farblich aufhübschen. Ich habe mich jetzt einmal für Papaya und Celadon entschieden. Die beiden Farben passen sehr schön zueinander, harmonieren miteinander, sind auch aus der gleichen Serie, Farbkollektion. Und was ich jetzt mache, ist, ich verwende diese Blending-Pinsel. Und weil ich das einfach hübsch finde. Ihr könnt dann natürlich Schwämmchen nehmen, ob das jetzt Fingerschwämmchen sind oder einfach diese Runden von Stamping Up, die ihr dann so zurechtschneidet. Und vielleicht so, wie Steffi das immer so schön macht,
mit so einer Klammer hier zusammenzieht. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich liebe allerdings diese neuen Blender und deshalb entscheide ich mich dafür. Ich gehe da sehr easy peasy vor. Ich tauche einfach diesen Pinsel hier in die Tinte und ich sehe zu, dass das nicht so gleichmäßig ist. Ja? Das heißt, ich konzentriere mich auf das Innere der Blüte und ziehe das nach rechts und links einfach mal ganz dezent raus. Und so gehe ich jede Blüte, die in diesem Stempel hier vorkommt, touche ich so einmal ganz leicht an. Und immer da, wo die Mitte ist, mache ich das vielleicht ein bisschen intensiver und ziehe das nach außen. Ja? Ich gebe mir da zugegebenermaßen nicht so viel Mühe dabei, weil ich einfach festgestellt habe, dass es manchmal cooler auch so aussieht, als wenn man da weiß ich, was für Techniken anwendet. Also das ist wirklich sehr einfaches Werkzeug und kann man ruhig so nutzen. Seht ihr das? Das geht ganz schnell und ich finde den Effekt einfach perfekt. Ne? In der Mitte so versuchen da immer so diese Rundung hier in der Mitte anzusetzen und ja, so ein bisschen nach außen ziehen, um da den Farbverlauf sozusagen durchzuführen. So, mir würde persönlich das schon reichen, der Papaya-Ton. Und jetzt nehme ich auch Celadon und gehe genauso vor. Ne, ihr könnt euch so auf dem Papier testen, wie viel ihr da jetzt gerade habt oder noch nehmen wollt. Weil im Prinzip passiert genau das Gleiche. Das macht nichts, wenn sich das so mit dem Papaya-Ton so ein bisschen überschneidet. Ja? Und den Rest, der jetzt hier so nach außen verläuft, den schneiden wir sowieso ab und das sieht gleich niemand mehr. Also ich finde diese Technik hier ganz klasse, weil man kann auch so schnell einfach kolorieren. Und ich finde, es hat was, ne? Das ist so weich, diese Verläufe. So, das ist jetzt schon das Endergebnis. Und so würde ich das tatsächlich jetzt schon lassen. Dann haben wir das einmal. Dann lasst uns das einmal ausstanzen. Einmal die kleine Blüte und einmal die große Blüte. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Tada! Da sind sie ja schon. So, als nächstes haben wir noch ein bisschen Schneidearbeit vor uns. Und zwar werden wir jetzt diese Blüte einmal noch mal ein bisschen frisieren. Wir machen quasi aus 1, 2 und werden uns genau an diese Kante, schaut mal, hier ist bei der großen Blüte, gehe ich lang. An diesem großen hier Blüten bis zu diesen zwei Blättern. Und das schneide ich mir ab. Allerdings nicht einfach so irgendwie so, sondern nach Möglichkeit schön, weil ich das untere hier auch benötige. Ich glaube, ich fange mal hier von der Seite an. Das heißt, ich versuche das sozusagen nachzuzeichnen, so einen leichten Rand, aber doch sehr nah an der Linie und werde beides verwenden. Und hier beide Blätter, ja? Die nehmen wir beide mit. Zack. Hier kann man das dann so ein bisschen abrunden, wenn es noch ein bisschen zu scharf ist. Aber so sieht im Prinzip die eine Hälfte aus. Und die andere Hälfte, da können wir das Ganze hier so ein bisschen abrunden. Aber im Prinzip werden wir hier nicht viel davon sehen, weil wir das hier so anbringen, zusammen mit dem Spruch, dass uns da jetzt nicht stören wird. Na, vielleicht hier oben einfach diese Rundung. Das war's. Ja? Die beiden haben wir uns jetzt hier zerteilt. Wo wir jetzt schon bei Zerteilen sind, da können wir uns gleich nochmal was zerteilen. Und zwar unser Zierdeckchen.
Ich hatte mich ja hier für dieses Graphit entschieden. Wenn ihr dann später was macht und vielleicht andere Farben haben wollt, dann könnt ihr die Rückseite, die weiße Seite, einmal färben und dann habt ihr eine Farbe eurer Wahl. Total easy. Genau, und das schneide ich mir genau in der Mitte einmal durch. Ja. Und jetzt setzen wir das Ganze zusammen. Ich würde anfangen, hier einmal hier diese Seite zu verkleben. Also erstmal müsst ihr euch natürlich das so ausrichten, dass alles zu euch guckt, logischerweise, und nicht die Seiten verwechseln. Einmal umdrehen und diese Fläche hier einmal mit dem Kleber versehen. Ich mache da wieder meinen Tombow drauf. Ganz easy. Und setze das hier einfach drauf. Man kann das nach oben nehmen, weil mit dem Tombow kann man super gucken, ob alles hier noch so stimmt. Und dann nimmt ihr ein bisschen die Fingerkraft und legt das noch hier so drauf. Und das gleiche machen wir mit der anderen Seite. Dann machen wir uns das ein bisschen einfacher, wie ihr gleich sehen werdet. Denn das können wir hier nochmal schon mal so zumachen, wie es final aussehen wird. Und dann klappen wir einfach diese Karte zu. Zack. Und justieren gegebenenfalls hier ein bisschen nach, falls das nicht von vornherein geklappt hat. Und dann ist das auch fertig. Nur weil letztendlich muss das ja auch alles zusammen zugehen. Und damit testet man das ja auch, ob das auch geklappt hat alles. Und tada, das hat auch geklappt. So, als nächstes würde ich gleich mich um die Rückseite kümmern. Oder Quatsch, die Front. Und dazu nehmt ihr euch das Band, was ihr zugeschnitten habt. Das nehmt ihr einfach in die Mitte, zieht das einmal so durch. Nach vorne, möglichst hier gleich lang. Ui, hier ist er einmal nicht so wie gedacht. Hier könnt ihr natürlich euch austoben. Ja? Das, was ich hier mache, ist ja relativ simpel, aber vielleicht sogar effektiv. Wie ich das jetzt mache, ist, ich nehme das hier zusammen und nehme mir so eine einfache Büroklammer. Dann ist das gespannt und ich kann hier auf zusätzliche doppelseitigen Klebebänder und sonstiges verzichten, denn dieses Farbkarton oder dieses Designerpapier, das werde ich einfach hier drauf kleben. Ja? Das heißt also, das nehme ich mir, versehe entsprechend mit dem Tombow oder was auch immer ihr lieber nutzt. Ja, man kann vielleicht auch den Zähl nehmen. Ich glaube, das reicht. Dann legt ihr euch das quasi hier rein, ein bisschen in die Mitte und dann zieht das nach vorne. Wenn ihr richtig geschnitten habt, dann müssten auch die Seiten hier alle zusammenpassen und dann gibt es keine Überraschung. Dann zieht ihr die Klammer weg, die klebt ihr jetzt, müsst ihr euch dann reinigen. Aber ihr habt auf jeden Fall einmal schon mal das soweit fertig. So, dann lasst uns mal innen die Verzierung machen. Das geht ganz schnell. Ihr nehmt einmal
das eine Zierdeckchen versieht ihr mit Kleber. Zack, rein. Hier einfach auf der rechten Seite. Dieses werdet ihr hier reinkleben. Dann könnt ihr schauen, wo ihr den Kleber setzen müsst. Also ungefähr hier so. Ja, das darf nur nicht zu viel irgendwie rausgehen, weil natürlich, wenn man sowas zumacht und das ist ein Mechanismus und der dann durch zu viel Kleber irgendwie verklebt wird, dann wird das nicht mehr so funktionieren wie gedacht. Ne? So. Die auch einmal nochmal so machen. Dann nehmt ihr euch die große Blüte hier und fixiert die hier auf der rechten Seite. Da gehe ich auch einfach hier so vor, dass ich einfach Kleber drauf packe. Und hier ist die Kunst, also dass man das nicht zu weit rechts und nicht zu weit links macht. Also ich zeige euch das. Ihr müsst dafür darauf achten, dass ich das immer zumachen kann. Also wenn ich das zumache, dass das auch nicht zu weit nach rechts geht. Ne? Das hat ja so Spielraum hier. Ne? Das geht ja noch alles und auch hier geht das. Ich hoffe, dass ihr wisst, was ich meine. Ne? Aber das, wenn man das zumacht, nämlich, dann ist das auf einmal ganz woanders. Aber das geht. Das heißt also, der Abstand hier ist so circa 1 cm. Und jetzt nehmen wir unsere zweite Blüte und tun uns diese hier auf diese Seite. Und auch hier, Achtung, ihr könnt das testen, indem ihr hier das zusammendruckt. Seht ihr, das wäre schon fast zu weit. Dann hätte ich ja fast gar nicht mehr hier zumachen können. Das heißt, ihr müsst das so ausrichten. Ihr könnt das ja auch drehen, weil bei den Blüten ist das egal. Und dann klebt ihr das so, dass keine Ecke hier rausguckt. Ich mache mir das auch hier recht einfach. Leg dann ein bisschen Kleber drauf und mache das dann so. Und den Spruch, den könnte man sich ja auch mit Dimensionals etwas erhöhen. Das sieht dann nämlich auch ganz cool aus. Wenn ich meine Pinzette gefunden habe, dann kann ich das auch mit euch machen. Habe ich jetzt nicht. Ich nehme mir einfach die Dimensionals so raus, 2 Stück. Und dann würde ich einfach schauen, dass ich das, was wir hier so zerfranst haben, zerschnitten haben, dass das auch abgedeckt ist und natürlich, dass die Ausrichtung gerade ist. Na, der Spruch ist ein bisschen schief gestempelt, deshalb ist das nicht hundertprozentig gerade, aber so sieht das aus. Dann kommen wir zu der vorderen Verzierung. Und da sind wir auch recht flott unterwegs, weil wir einmal das Zierdeckchen, das zweite Zierdeckchen, nochmal einfach mittig hier raufkleben. Ja, einmal so. Dann nehmen wir diese wunderschöne Blüte hier, das mache ich auch einmal mit Dimensionals hier einfach von hinten drauf kleben. Ja, ohne Pinzette ist das doof. Ich muss sie gleich wiederfinden. Ich kann ja nicht mal sehen, ob das... Ja, doch, klebt. So, das richte ich hier einmal ein bisschen aus. Ich würde das so machen, dass das Zierdeckchen von der linken Seite ja abgedeckt ist. Dann ist es vielleicht ein bisschen dynamischer wieder. Und hier auch ein paar Dimensionals einfach auf den Spruch. Der dann final hier einmal... Habe ich das jetzt schief gemacht? So, angebracht wird.
Und wir haben noch was im Angebot und das waren die matten kleinen Verzierungen, wo ich spätestens jetzt meine Pinzette brauche. Und da ist sie ja. Und da würde ich einfach ein paar von diesen hier, die ich auf diesem Blatt hier finde, einfach drauf machen. Und auch Ihnen würde ich empfehlen, ein paar von diesen matten Elementen drauf zu machen. Das sieht aus meiner Sicht richtig hübsch aus. Ich entscheide mich hier auf der rechten Seite, weil dieses Graue ein bisschen Auflockerung braucht. Hier einmal und vielleicht hier einmal dazwischen. Also mehr als drei ist, glaube ich, dann schon too much. Ups. Und hier in den drei Farben kann man dann... in den drei Größen, um Gottes Willen. Sind das eigentlich drei Größen? Ich glaube, ja. Ich mache das mal so. Juhu! Ich glaube, wir sind fertig. Das war's schon. Unsere Karte ist fertig. So, jetzt würdet ihr euch wahrscheinlich fragen, oh, aber wo soll ich denn jetzt meine Wünsche oder Sprüche machen. Da ist ja kein Platz dafür. Ja, genau, richtig. Manchmal möchte man das ja gar nicht. Manchmal möchte man einfach nur Karte dazulegen. Und wenn du es aber unbedingt möchtest, dann kannst du dir hier noch so eine kleine Tasche machen, so schräg, einfach Designerpapier, da ein Blatt Papier mit deinen Wünschen einfach quasi reinlegen oder einen kleinen Umschlag hier drauf packen, kleben. Und wo deine Wünsche dann sich drin befinden. Und dieser Special-Effekt, wenn ihr noch so ein kleines Lichtlein habt, dann kann man das auch wunderbar hier dazwischen platzieren. Also da müsst ihr aufpassen, da gibt es verschiedene. Das ist jetzt mit der Höhe, ich guck mal eben nach, das hat 2,3 cm, weil ich... Hier haben wir ja 2,5, ne? Also theoretisch würde bis zu 2,5 cm hier gehen. Höher geht nicht. Und hier ist das ja auch nur so flach, dass das hier nicht stört in der Ecke, hier diese Buchfalte sozusagen. Aber das sieht, finde ich, recht cool aus. Ich hoffe zumindest, dass es euch auch gefällt. Und ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Varianten. Und ihr könnt ja auch andere Stempeln verwenden, florale Motive. Oder auch, weil gerade Weihnachten ist, möchte ich euch auch ein Beispiel zeigen für weihnachtliche Motive. Also hier einmal diese Zusammensetzung. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch schon mal frohe Weihnachten, wenn das soweit ist. Und viel Spaß beim Basteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!